Hallo und willkommen zurück bei Fallout 2 mit mir Nico. Und zwar diesmal schon Part 8. Wir sind gerade etwas nordwestlich von Klamath unterwegs. Haben hier praktisch den Eingang zu einer alten Höhle entdeckt, die man, wie man unschwer erkennen kann, übel verseucht hat mit atomarem Abfall. Und hierher soll sich Smiley verirrt haben. Der Geliebte und der beste Fallensteller aus Klamath. Geliebte und Beste. Geliebte von Mrs. Buckner, deren Unterkunft wir ja schon genutzt haben, sozusagen. Ja, es wird unheimlich, denn wir haben schon ein paar goldene Geckos gesehen, die inzwischen schon auf jeden Fall schaffbar sind für unser nettes kleines Team hier, Sulik und ich. Und da gehen wir doch jetzt mal nach Level 2. Wir definieren unseren Quicksave. Und dann legen wir los. Munition ist voll. Wo seid ihr alle? Ihr heutigen Geckos. Hätte ich doch nichts gesagt. Da war er. Hat nur gewartet. Boah, dem werde ich zeigen. Es waren jetzt 13, 17. Wow, 31. Die haben einiges. 35. Ach du Scheiße. 43. Jetzt müsste aber hinüber sein. Immer noch nicht. Doch, jetzt ist er. Am Arsch. Wow, 135 Erfahrungspunkte. Ja, 5% mehr, Swift Learner und so. Jawohl. Er ging daneben. Oh ja. Zwei Trefferpunkte. 5. Naja, es geht schon. Nicht mal die Hälfte der Lebensenergie verloren. Schon einige platt gemacht. Also ich schätze mal, es sind jetzt in etwa noch mal so viele, wie wir bisher erledigt haben. Deswegen sollte eigentlich gehen. Da unten, das scheint aber ja ein kleiner zu sein, glaube ich. Oder? Es ist auch ein goldener. Ja, ist auch ein goldener. Shit. Oh Mann. Dreimal daneben. Oh, ohne die Rüstung hätten die uns schon längst zerrissen. Also auf keinen Fall ohne eine Lederrüstung herkommen. Boah. Wie viel Muni habe ich überhaupt noch? Na ja, gut, die Hälfte schon verbraucht, aber es sollte mal langen. Sollte da vielleicht nicht drin stehen bleiben. Da ist so eine kleine Hintertür hier. Also hier sind 1, 2, 3, 3 Stück mindestens noch. Da vorne ist noch ein vierter. Ja, reicht noch nicht. Reicht immer noch nicht. Immer noch nicht. Hä? Bin ich bescheuert? Steht doch schon direkt von dem seiner Fresse.
Oh Mann, und dann schießt du daneben. Aua, war ja klar. Jawohl. Sonic. Hammer es. Einer. Okay. Oh, da oben ist auch noch einer. Und da ist auch schon Smiley. In einem... Oh, was haben wir da wohl? Ey, Sonic, was machst du denn? Du sollst den schlagen. Daneben, daneben, daneben. Nee, der hat gesessen. Oh. Stetig ernährt sich der goldene Gecko. So, und der Vollständigkeit halber machen wir sie halt direkt alle noch weg. Da war doch noch einer, oder? Yo. Mist. Oh, der... Oh. Oh, so leck. Warum geht denn der Scheiße schnell kaputt? Oh, ja, 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 ja. Das war ein kritischer Treffer. Hm. Okay. Hm. So eine Kacke, dem seine scheiß Stiefeletten sind schon wieder kaputt. Ja, was mach ich denn da jetzt? Folg mir einfach auf Schritt und Tritt. Oh ja, oder renn da rein. Boah, da krieg ich die Krise. What you be needing? Oh, you should heal yourself now. Aha, vielleicht kann er ja First Aid benutzen oder sowas. Auch wenn es ewig dauert. Und? Will do. Okay. Ja. Naja. Geht ja echt noch. Dennoch. Bleib am besten hier. What you be need? This look like a good place to sit back for. Okay, warte einfach kurz hier. Den Rest machen wir alleine.
8, 10, 12. What you be needin'? Jetzt ist er doch dabei. What you be needin'? Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier noch welche. Red away, naja. Hello there, stranger. People call me Smiley. I'm sure glad to see you. I thought I was going to die here for certain. I'm hurt too bad to get past those damn lizards on my own. What are you doing here? I always caught more golden geckos north and west of Klamath than anywhere else, so I figured that all the golden geckos lived someplace up here. Looks like you were right. Looks as though I was a little too right. I got in here okay, but then one of those damn geckos got behind me and damn near took my leg off. I just barely made it over here. I wonder why they didn't finish you off. Well, I guess they don't like to crawl through the goo too much. I can't say that I blame them. It sure burns if gets on your skin, but that doesn't seem to stop them from licking up the darn stuff like it was Bruckner's best. Interesting. Enough gum flapping. Now let's get out of here. I figure that if I can join you, we should both be able to make it out of here okay. I sure could use the help. Okay, you can join me. I'll make sure you get out of here and back to Klamath. I think that Arden is going to be glad to see you again. Alles klar. Just one question first. What do you know about these caves? These caves look like a pre-war storage area. I think there must be more down below us, but there's some kind of fancy technological lock on the door. Anyhow, I've had enough. Let's get out of here. Mhm. Also gut, gucken wir mal, was wir hier haben. Generator und Computer. Ich benutze jetzt den Computer-Skill, den Science-Skill auf den Computer, um eventuell irgendwas Gutes rauszufinden, was mir allerdings aber nicht zu gelingen scheint. Ich bin einfach noch zu schlecht dafür. Okay, ich muss den Generator hier anschmeißen. That skill is useless on a generator. Aber ich habe doch hier Werkzeug. Wenn ich das Werkzeug auf den Generator benutze. You failed. 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 Oh, da oben ist ja noch ein Gecko. So eine Sauerei. Tja, ich glaube, das kann ich ewig machen. Das wird nicht funktionieren. Verdammt nochmal. Da müssen wir später nochmal herkommen. Jetzt heißt es allerdings erstmal so schnell wie es geht hier rauszukommen. Oh.
Oh, Solek, Solek. Yep. Der dürfte ruckzuck hinüber sein. Oh, okay, den hab ich ja mal richtig overkill. 51 Trefferpunkte, jawoll. Deswegen ist der jetzt so zerplatzt. Oh Gott, Solek, bitte sterb mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Toter Hund. Oh. Oh, wir schaffen's. Jawohl, hey, thanks for saving my sorry ass. I better hightail back to Klamath. See you there. Okay, von hier schafft das. 1000 Erfahrungspunkte. Jawohl. Und wir gehen zurück nach Klamath. Sprechen ihn da nochmal drauf an. Auf unsere grandiose Rettungsaktion. Lernen einen wichtigen Skill von ihm. You're the one that found my smiley. Thank you so much. Smiley got lucky this time. You just tell him to be a bit more careful. Well, I just don't know what we could ever do to thank you. No thanks necessary. Help was needed and I was there. I don't have much, but here's 100 bucks. I wish it could be more, but with all the Brahmin we've lost, that's all we can afford. I'm sorry. Thanks, Miss Buckner. Goodbye. I sure owe you for saving my hide. Least I can do is to teach something in return. Teach? Since those geckos nearly had my hide, let me teach you how to get theirs. Here's how you skin them. Smiley demonstrates. And when you kill them, you can get their hides and sell them, okay? Thanks for showing me how to do that, Smiley. I think I go practice on some geckos. Tell me something though. Hello there friend. Thanks again for getting me out of a tight spot. Hat er noch irgendwas Interessantes zu sagen? About hunting geckos? Questions about this area? Miss Buckner, happy to see you back. Widow Buckner, so damn happy to have me back that she may be Miss Smiley before too long. She was even talking about giving you a little something for finding my hairy butt and returning it to her. That's great. I'll have to talk to her. Goodbye. Alles klar. Jetzt haben wir, wie wir auch hier sehen können, Perks Gecko Skinning bekommen. Auch mit einem wundervollen Bild. You have the knowledge of how to skin geckos properly to get their hides. Ja. So sieht's nämlich aus. Jetzt können wir nämlich hier Geckos abgrasen, aber da ich nicht mehr so viel Muni habe. Ja. Nee, das können wir mal wann anders machen. Ich würde sagen, Klamath, es war schön mit dir, aber jetzt heißt es weiter hinaus ins Ödland. Und zwar gehen wir straight zum Den. Es ist der 7. August, mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir da ankommen. Oh. Wow. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir die Kleinen kriegen. Der Große macht mir halt Sorgen. Oh. Jo, die Kleinen sind nicht das Problem.
Oh, okay. Der war auch billig. Alles easy. Was ist das? Ah, Gegner. Okay, das war ja easy. Ist doch ein ganz netter Campingground hier, oder? Da ist zwar ein toter Brahmin, aber solange ist der wohl noch nicht platt. The Average Merchant. Leerer Crate. Leerer Pot. Ist eh nichts drin. Und sonst gibt's hier auch rein gar nichts, glaube ich. Außer hier so eine hübsche kleine Oase. Nee, ist alles voll langweilig hier. Ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen, was soll's. Oh, oh, oh. 3 Tage unterwegs. Ja, ziemlich genau 3 Tage haben wir jetzt gebraucht. Und da betreten wir jetzt den Den. Gute Musik. Steck erstmal die Knarre weg. Okay, also was sehen wir? Eine Ansiedlung von Gebäuden ist auf jeden Fall schon mal umzäunt. Auch wenn das Tor sperrangelweit offen steht. Hier haben sie wohl auch nochmal so eine Art Wall aus alten Wracks, Autowracks aufgebaut, um die Flanken der Siedlung ein bisschen zu schützen. Ansonsten sieht das alles relativ karg aus. Wieder dieses kleine, so ein kleines Brett, schwarzes Brett, wenn man hier reinkommt. Hier hat jemand direkt was drauf gekritzelt. Becky's a whore and her drinks is watered down. She's a crook and a liar. The writing is barely legible. Okay. Slavers Guild. The Slavers Guild is in the best and only supplier of slaves in the wastes. Continue. For employment opportunities, buying or selling of slaves, see Safe Master Metzger. Special note. They are currently not selling slaves to the general public due to increased demand. Directions. The Slavers Guild is located on the east side of town past Becky's and Frankie's. Okay. Bars and Gambling. 2 sind aufgelistet. Rebecca's Casino Bar. Rebecca's Casino Bar has both gambling and great affordable drinks. Directions, we are located just east of here. We are the first buildings on the left as you enter town. Be sure to come by and say hello. Frankie's. Frankie runs a bar in and pleasure business on the east side of town. Okay. Dining. Mom's is the only restaurant in the den. She's located on the east side of town, just south of the Slavers Guild. Turn to the main page. Shops. There are 3 posts. Tubby's. Tubby sells all sorts of items, but primarily drugs and ammo. Flicks. Flicks sells various items out of his office in the residential building, directly south from here and right below Rebecca's Casino Bar. Smitty. Smitty is the local mechanic. He sometimes has things for sale. Okay. Ja. Wir sind in der neuen Stadt angekommen. Und ich würde sagen, hier ist Tubby's. Dann gehen wir doch noch Tubby's besuchen. Schnell noch ein bisschen handeln. Und dann ist das erstmal genug für diese Episode. Tubby's our buddy. Hey, you're a real nice girl. Anyone ever tell you that? Oh, wie nett, danke. Tolles Kompliment. A jet whore. Die hält er sich da hinten. Ja, ich sehe schon, was der Tubby für ein Typ ist. Need some information. Who's in charge of this town? No one, I'm afraid. The den is an anarchistic place where a kind of Darwinian struggle is played out. Only the strongest, fastest, or smartest will survive here. I'm sure you will find your niche. Thanks.
Why is everyone selling drugs? That's not the kind of information I would just give away to anyone. How about I give you 50 bucks and you tell me? What do you say, you give me the information or I give you a new hole in your head? Dem gebe ich doch dafür nix. Do you know where the vault is located? I have heard of a place called Vault City, but unfortunately I can't help you with directions. You see, very few of us towns can offer acceptable exchange for the medical services they provide, so most of us have never been there. Okay, thanks. Oh, Vault City ist auch so eine coole Gegend. Aber da werden wir erst ein bisschen später hinkommen. I would like a barter after all. Ja, wir wollen ja doch noch was verticken. Tizzle. So, gucken wir doch erstmal, oh, was hat er denn da? Desert Eagle, 44er. Boah, ein Schlagring. Muni. Buff out. Also die Stärke. Ein Jet in rauen Mengen. Und ein paar Dollar. 30 sind die gerade mal wert. So schönen Drogen. Ja, die Sachen behalten wir natürlich. Die sind gut was wert. Vielleicht, was kosten die Money? Ah, okay. Die beiden noch. Das Ding. 85. Die hebe ich auf. Das ist irgend so ein besonderes Item. Die Xander Roots kann ich verticken. Ja, zwei nehme ich noch mit. Ja. Sehr schön. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, den Den unsicher zu machen, beziehungsweise sicherer, wir werden ja sehen. Bis dahin wünsche ich euch was und alles Gute und so weiter und so. Bla bla, bye bye.